Und wir haben jetzt wenigstens auch mal diesen Bowser geschafft. Dann kann ich mir ja jetzt Wario holen. Ein genau, Sony Wario. Ein Sony Wario. Anspielung auf Star Wars, ja. Ich kenne das Spiel Papers, Please. Ich habe es aber nie gespielt. Ich weiß nur, man soll da Leute abschieben. Abschießen. Abschieben, nicht abschießen. Ach, ist das eine beruhigende Musik nach so einem beknackten Level. Das eigentlich gar nicht so beknackt ist. Ich habe mich nur blöd angestellt. Wir machen das einfach beknackt. Ja. Hey, dank der Macht der Powersterne kehrt langsam wieder Leben ins Schloss zurück. Du musst Bowser unbedingt in seinen fetten Hintern treten. Ich verrate dir jetzt etwas über das Schloss. Im Spiegelraum achte auf all die Dinge, die sich nicht spiegeln. In dem Raum wirst du einen Freund finden, der einen unsichtbaren Mann gesehen hat. Das ist echt verrückt. Ich meine, der ist doch unsichtbar. Und wenn du die versunkene Stadt betrittst, kannst du mit einem hohen Sprung ins Gemälde eine Flut auslösen. Was? Hm? Achso. Das hier habe ich gefunden. Das schenke ich dir. Okay. Ein Stern. Den wollte ich. Mehr wollte ich nicht. Dankeschön. Oh. Warum lachen alle in diesem Stream, weil mein Mario-Gameplay ein Witz ist? Verdammt. Stimmt aber leider. So. Wir kommen ja theoretisch, glaube ich, sogar schon hier durch. Hier rein. Wie heißt ein Emulator? Hatten wir auch gestern, oder? Hm? Wie heißt ein Emulator? Ja, Desmume X432R. Ich muss in der Grundschule lernen. Heute lernen wir das R. Oh, TikTok traumatisiert bin ich schon. So, aber Moment, hier ist doch irgendwo ein Tod. Du bist so weit gekommen, Mario! Bowser wartet in der obersten Etage auf dich. Geh und rette die Prinzessin. Ich bleib hier und passe auf. Aber vorher muss ich dir noch etwas sagen. Die Welt in der Uhr ist sehr merkwürdig. Wenn du sie betrittst, achte auf die Position des großen Zeigers. Ja. Der große Zeiger. Nicht der kleine Zeiger, nicht der mittlere, nicht der gigantomanische. Aber gab's hier nicht auch noch einen Extrastern irgendwo von einem Toad? Ich meine, es gab insgesamt 3. Aber hier ist kein weiterer Tod. Hm. Naja, wie auch immer. Ich gehe erstmal unten hin. So, ich kann hier eine Flut auslösen, wenn ich ganz oben reinspringe. Habe ich aber nicht geschafft. Schade. Schade, schade, Schokolade. Oh, dieses Level mag ich auch gar nicht. Oh, das mochte ich auch nicht. Oh, mit diesen Pegeln. Genau. Kriege ich auch einen Pegel dabei. Nein. Was mache ich hier eigentlich? Echt jetzt? Was mache ich hier? Warum habe ich das gemacht? Ich wollte was ausprobieren. Das, ist, das zählt immer. Ich habe mich vorhin schon im Chat vorgestellt, lieber Hase. Mhm. Komm schon. Oh. Ach, alle gekriegt. Würde ich meinen. Aber ich müsste hier auch langsam mal. Ah, mit dem komme ich hoch. Hopp. Da will ich aber noch nicht hin. Okay, doch so. Ist wieder ein Kumulator, weil wir alles anonymisieren müssen. Was? Genau, wir müssen ja alles anonymisieren, weil in Wirklichkeit ist die Realität eine Lüge. Kauf Gold. Nein, wie ging denn das?
Ups. Also, die Realität ist eine Illusion, und mehr weiß ich gerade nicht. Kauft euch Aktien, ich weiß es nicht mehr. Na, kauft Gold, war es, glaube ich. Ja, ich glaube. Buy Gold. Compra Oro. Boop. It's just a theory. A game theory. Dem M habe ich jetzt extra ein bisschen Zeit gegönnt. Okay, also, oh, nee, 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 nee. Ich versuche da mal hochzukommen. Mit dem Ding. Klappt nicht. So viel dazu. Bitte, das Ding muss ich gerade wieder aufziehen. Gut, jetzt kannst du mich hochschleudern. Miep, miep. Na, komm mal ran. Auf den Meter. Schön, 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 schön. Und jetzt schieß mich. Oh, nein, 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 nein. Du greifst mich nicht. Ah ja, genau so. Stimmt, er hat recht. So war's, der Spruch. Wie? Realität ist eine Illusion. Das Universum ist ein Hologramm. Hologramm. Auf Gold und schieß. Ja, genau. Ach, da oben ist das der Stern. Ich wusste, da war einer. Aber wie komme ich an den ran? Wie komme ich an diesen Stern da? Moment, ich will den da sehen. Ach so. Moment. Ach Sören. Ach Sören. Ja, ja. So. Hier ist der Stern. Aber ich muss einen Schalter geben, damit das Ding absinkt. Den habe ich nicht. Oh. Kling. Normalerweise würde ich mich ja jetzt am liebsten mit einer Kanone schießen lassen, aber die Kanone, die wird noch nicht freigeschaltet sein. Oder nicht freischaltbar sein. Weil da irgendein Pegel erst umgestellt werden muss. Nee, nicht nur das. Ups, Flut oder Ebbe, bla bla bla, das wissen wir. Aber es ist ja auch... Das ganze Problem an der Sache ist, dass hier ein Bob-Omb dafür stehen würde und da oben ist die Kanone, aber... Ja, Moment. Aber die Kanone hier ist verschlossen und der Bob-Omb dafür, der ist... nicht zugänglich. Oder war hier noch irgendwo einer in dem Level und... Aber der wird bestimmt was anderes gemeint haben dann. Also, oder irgendwas anderes zu einem sagen. Gucken wir mal. Ich meine, hier war irgendwo noch einer. Da oben. Da, da. Hab ihn doch gesehen. Boah. Nee, 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 nee. Aber wie gesagt, der sagt bestimmt irgendwas, was ich nicht brauche. Okay. Oder doch nicht. Haben sie das geändert? Na gut zu wissen. Das ist gemein. Alles ändern die. Ich will aber noch nicht in die Haubitze rein. Ich möchte gerne noch ein paar Münzchen sammeln. Zum Beispiel die da. So. Die Uhr zeigt an, wie lange der Stream noch geht. Je nachdem, wann Exidor reinspringt. Was? Welche Uhr zeigt was an? Wie lange der Stream noch geht, meinte er. Wie lange der Stream noch geht? Welche Uhr zeigt das an? Ich weiß nichts von einer Uhr. Ich bin nicht schuld. Oder meint er die in dem Level gleich am Ende? Um ein Tic-Tac-Trauma oder was? Puh, vielleicht. Keine Ahnung. Oh Gott, kriege ich das so hin? Nö. Oh, das
wäre doch bestimmt gegangen. Es geht. Es muss gehen. Es muss einfach möglich sein. Hier, anstatt den normalen Weg zu gehen... selbst der normale Weg ist schon zu schwer für mich. Upsa. Wo gehe ich nicht rein? Wir haben ihm einen Witz kaputt gemacht. Oh. Warum? Wieso sollten wir einen Witz... auch den Witz crashen. Oh, hier ist auch ein Stern. Oh, ich will doch nicht... Welchen Stern will ich denn jetzt eigentlich? Will den Stern nicht. Nein, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Aber ich weiß ja jetzt zumindest schon mal... Was, es gibt davon schon ein Best-of? Warum weiß ich nichts davon? Weiß ich auch nichts von, nein. Aber ja, dann wüsste ich es auch gerne mal. Dann würde ich es gern sehen. So, hier gab es doch irgendwo noch einen Pegel. Achso, ja, dann muss ich hier hoch. Und ich wette, das, was ich jetzt wieder tun werde, das ist eine ganz schlechte Idee, weil wenn ich die roten Münzen sammeln will, dann werde ich wieder feststellen, dafür brauche ich einen anderen Charakter. Also wenn das der Fall ist, dann verfluche ich dieses Spiel. Ich verfluche dich. Ja, genau. Mit meinem eiskalten Drachen mit Weißbierblick. Von Köstritzer Schwarzbier. Eigentlich will ich noch gar nicht dahin. Ich habe hier doch irgendwo noch... Ah, da, den will ich noch haben. Diesen einen Block. Und eventuell da unten auch noch ein paar. Vielleicht sind da Münzen drin. Komm schon, komm schon. Ah. Okay, ich muss anders da hochkommen. Ah. Okay, das ist schon mal... Das klang nach Münzen, aber wo sind die? Ah, da sind sie. Zwei davon. Okay. Ich brauche ja eigentlich nur noch so... viele Münzen, das ist für... Oh, ich komme nicht an alle. Nein! Ah. Er geht seine Katze suchen. Viel Spaß. Ja, viel Spaß beim Katze suchen. Es ist eine Schatzkatze. Deswegen muss man sie suchen. Fangen wir sie. Essen wir sie. Diesen Drang habe ich immer, das zu sagen. Du solltest mal nach China vielleicht. Nein. Moment, wenn ich das... Wo sagt man bei euch China? Nein, man sagt bei uns China. Okay. Das sollte man eigentlich auch in allen anderen Teilen Deutschlands. Was ist das? Okay. Da komme ich dann darüber. Will ich aber jetzt erstmal nicht. Ich will erstmal... ein paar Münzen. Gut. Nein, ich warte noch. Hm. Langsam, langsam. Kamera drehen. Und das wird doch. Puh. So, jetzt versuche ich dann mal demnächst in die Haubitze reinzukommen. Springen. Einzusteigen. Vorher bin ich eine Strandhaubitze. Die Honolulu Haubitze. So. Was? Wenn ihr was bestellt habt und ewig lange warten müsst? Nein, das kenne ich nicht, denn ich bestelle mit Amazon Prime. Oh Gott. Und in Berlin gibt es das ja sogar jetzt schon am selben Tag. Mit Drohne bald. Na, das wär's noch. Ja, das ist doch eine Testphase. Das sind doch nur leere Drohnungen. Oder Quadcopter sollen die heißen, angeblich. Drohnen sind ja die militärischen. Ja. Ja, es gibt auch Drohnen für Privatpersonen. Nein, nein, Drohnen sind einfach bloß diese Flugobjekte. Chemie, China. Ja. Chinesische Chemie. Ich
will dahinter. Ich will versuchen... Und ich lande nicht drin. Na gut. Aber hier ist wenigstens noch ein Gegner, den ich, aus dem ich ein paar Münzen rausprügeln könnte, wenn ich mich nicht selber verprügeln ließe. Er vermisst Dinge, die sich nicht gehören, aber Spaß machen. Ah, Dinge, die sich nicht gehören, aber Spaß machen. Ja, wer hat die denn überhaupt in den Chat geschrieben? Ohne Katze. Nein. Ich sage ja, es ist eine Schatzkatze. Die ist ganz doll versteckt. Und mit einem Kreuz markiert.